Neben unserem Nachrichtenblog, der weiterhin auch als Orientierung dienen soll, um die vergangenen Beiträge leichter in den zeitlich gesellschaftspolitischen Kontext setzen zu können, wollen wir euch künftig jeden Monat die vorstellen, die aus unserer Sicht großes Lob verdient haben. Stimmlich wird dies erst einmal Anna tun. Zugegeben, unser Produzent hätte dazu lieber Siri engagiert, aber irgendwie hat es wohl nicht geklappt. Warum überhaupt Anna oder Siri und nicht ich? Naja, weil die eben immer zur Verfügung stehen, was Neues sind und auch noch günstiger. Aber das ist eben ein Zug der Zeit. Deutschland schickt Flüchtlinge nicht mehr nach Ungarn zurück. Die Bundesregierung schickt entgegen der Dublin-Verordnung keine Flüchtlinge mehr nach Ungarn zurück, die dort in die EU eingereist sind. Grund dafür sind die schlechten Lebensbedingungen. Herr Best, laut Baugesetzbuch § 126 ist jeder Eigentümer verpflichtet, sein Grundstück mit der durch die Gemeinde vorgegebenen Nummer zu kennzeichnen. Es ist mir erschreckend aufgefallen, dass in Völklingen viele Hausnummern mit arabischen Zahlen gekennzeichnet sind. Wie möchten Sie gegen diese schleichende Überfremdung vorgehen? Da warten Sie ab, Herr Faust. Bis ich Oberbürgermeister bin, da werde ich das ändern. Da werden doch mal normale Zahlen drankommen. Jawohl, hurra! Rede zur Lage der Europäischen Union. Juncker will Euro überall in der EU einführen. Streit über Migrantenkinder. Microsoft stellt sich gegen Trump. US-Konzerne gehen im Dreamer-Streit auf Konfrontationskurs zum Weißen Haus. Microsoft verspricht allen betroffenen Mitarbeitern juristischen Beistand, um Abschiebungen zu verhindern. Weidel erklärt im TV, ZDF weist Kritik von AfD-Politikerin zurück. Das ZDF verteidigt seine Moderatorin Marita Slomka. Die hatte am Dienstag die Wahlsendung Wie geht's? Deutschland präsentiert, bei der AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel aus Protest das Studio verließ. Nur Stunden nach der Krönung von Itir Esen zur Miss Türkei wurde der jungen Frau der Titel wieder entzogen. Ihr wird vorgeworfen, mit Blick auf den Jahrestag des Putschversuchs in der Türkei getwittert zu haben: Ich bekam am Morgen des 15. Juli, am Tag der Märtyrer, meine Regelblutung. Ich markiere den Tag blutend, stellvertretend für das Blut der Märtyrer. Itir Esen stritt laut Medien ab, dass die Zeilen von ihrem Account abgesetzt wurden. Doch die Organisatoren glauben ihr nicht. Saudi-Arabien will Frauen das Autofahren erlauben. Nach einem Dekret des Königs dürfen Frauen nach einem jahrzehntelangen Streit endlich selber Auto fahren. Unser neuer Praktikant Jakob Fietz hat das Erscheinungsbild zu We Like It, das hat uns gefallen, maßgeblich geprägt. Und dazu wollen wir ihn euch kurz vorstellen. Komm mal her, Jakob. Hi, ich bin der Jakob. Ich studiere in Furtwang Medienkonzeption und bin jetzt seit Anfang September hier und bringe den Laden mal richtig auf Vordermann.